Hey Leute, willkommen zurück zu Resident Evil 2 mit Leon und der verletzten Ada, die hier noch auf dem Sofa chillt. Ja, letztes Mal wurden wir von William Birkin angegriffen und mussten ihm ein paar Schrotschüsse in sein Auge feuern, das er irgendwie komischerweise an der Schulter hat. Ja, hier haben wir soweit, glaube ich, alles abgefrühstückt, alles mitgenommen. Hier waren noch ein paar Magnum-Patronen und ein bisschen Schrot. Ja, wir haben jetzt nämlich soweit alles und will nochmal kurz was in der Kiste gucken. Das dauert noch kurz einen kleinen Moment, will mal checken. Okay, drei Heilsprays, zwei gemischte Kräuter habe ich und die Magnum. Wunderbar. Okay, das passt. Dann werde ich jetzt mal weitergehen. Wir müssen uns um Ada kümmern, weil die ist schwer verletzt. Und wir können sie so in diesem Zustand nicht einfach zurücklassen. Ich werde mal kurz hier um den Zug rumgehen, ob hier nicht noch irgendwas liegt. Man weiß ja nie. Okay. Also ich denke mal, in diesem Zug, nenne ich es mal, in diesem Zug selber wird wahrscheinlich nichts mehr sein. Gehen wir in den Gang hier. Was sagt denn die Karte? Ja, da geht's lang und da hinten ist noch ein Räumchen, in dem wir ja gerade waren. Hier ist eine große Tor. Aber ich gehe erstmal in die kleine Tür. Komm. Main Shaft. So, der Hauptgang. Chef Type L. Also wir sind jetzt in den unterirdischen Labors von Umbrella in Raccoon City. Achso, ich glaube, ich weiß, ja. Ein bisschen dunkel hier, muss ich sagen. Ein riesiges System von Sicherung, das den Strom im ganzen Labor absichert. Die Hauptsicherung wurde herausgenommen. Dadurch haben einige Laborbereiche keinen Strom. Ja. Das ist ein subtiler Hinweis. Das heißt also, wir müssen die Hauptsicherung wiederfinden, damit wir in die Labors reinkommen. Ihr seht schon, die Türen sind rot. Ich gehe mal rein. Aber ich glaube, in manche Türen kommen wir dadurch nicht rein. Deswegen werde ich jetzt einfach mal hier die Lage checken. Eine Laborkarte finden wir wahrscheinlich auch noch irgendwo. West Area. Kommen wir hier rein. Was? Die Blende ist fast zu. Der Schalter, wollen Sie den Knopf drücken? Nö. Ich mache das bewusst nicht, weil ich mich noch ein bisschen umgucken will. Ich weiß halt nicht, warum ich die ganze Zeit... Ist von der anderen Seite aus verschlossen. Die auch wahrscheinlich. Ne, die ist auf. Ich weiß nicht, warum ich aktuell bei Resident Evil so ein paar Soundruckler habe. Performance ist eigentlich gut. Es läuft soweit auf 60 FPS, aber... Das klingt nach Spinnen, da ist blaues Kraut. Yeah. Hi. Okay, das heißt, ich kann da nichts machen. Da liegt aber noch ein Zettel. Dieses Geräusch, wie das da rumschlurpt, ne? Benutzerregistrierung. Benutzerregistrierung für den Raum Kulturexperiment. Benutzername Guest. Passwort keins. Gültigkeitsdauer 24 Stunden. Okay. Guest, Passwort brauchen wir keins. Lass mich raten, das müssen wir hier machen. Sicherheitshandbuch des Labors. Sicherheitshandbuch des Labors. Sicherheitsmaßnahmen im Notfall. Im Fall eines Ausbruchs von gefährlichen experimentellen Biomaterial konzentrieren sich alle Notfallmaßnahmen auf die unterirdischen Transportmöglichkeiten. Werden bei der Sicherheitsüberprüfung abnormale Werte bei transportierter Fracht festgestellt, wird alles Material automatisch von der Ladezone zum bereitstehenden Hochgeschwindigkeitszug umgeleitet. Dort wird dann das gesamte Material isoliert und unverzüglich entsorgt. Im Falle des Eintretens der Notfallstufe wird die gesamte Zug gesäubert und ohne Verzögerung komplett entsorgt. Sollte das Labor selbst verseucht werden, wird die nördliche Transportroute für den Materialnachschub zum Fluchtweg umgestuft. Diese Route bietet dann einen sicheren Zugang zu dem Verteilerknotenpunkt außerhalb der Stadtgrenze. Es ist strengstens verboten, irgendwelche Informationen preiszugeben über die hier laufenden Forschungsprojekte oder auch nur die Existenz dieser Anlage einzugestehen. Da die Geheimhaltung der Forschung von äußerster Wichtigkeit ist, kann unter extremen Umständen die Benutzung der Fluchtwege verwehrt werden. Laborsicherheitshandbuch aufgezeichnet. Jo. Auf der Konsole steht Gas-Sprinkleranlage. Wollen Sie den Schalter drehen? Jo. Und das bringt jetzt was? Bin ich jetzt vergiftet oder sowas? Ich habe gerade Gas eingeschaltet und habe einen Flammenwerfer gekriegt.
Wenn ich das jetzt mache, bin ich tot. Glaube ich. Scheiße. Okay. Es ist mir ein bisschen unsicher gerade. Ich werde noch mal rausgehen. Ich meine, dieses Ekelvieh kann ja da rumekeln. Meinetwegen. Von einer Seite aus verschlossen. Okay. Soll ich nochmal speichern? Ich werde nochmal kurz rausgehen und speichern und dann werde ich nochmal gucken, was mit dieser Pflanze ist. Weil wenn ich draufgehe, naja. Dann muss ich den Birkenkampf nochmal machen. Aber der ist ja nicht schwer, aber trotzdem. Ich weiß nicht. Ich bin mir ein bisschen unsicher. Ich traue mich das nicht. Hauptsache, wir haben erstmal den Flammenwerfer abgezwackt, weil der hat eh nur 100 Schuss. Das ist genau wie die andere Waffe, die wir haben. Also wir sind eigentlich was Waffen. Wah! Guck mal, wie gut er aussieht. Nugget Eye. Bleib. Leon, warum triffst du sie nicht? Und warum sehe ich nichts? Hallo? Dafür ist die Waffe halt jetzt extrem gut. Der ballert einfach alles über den Haufen. Guck mal, der hat einen Arm verloren. Voll die Soundtruckler, weil die alle ihre Samples loslassen. Ach, da ist auch noch so ein Knuspringer. Na du Nagedai. Ist er tot? Ja, der saftet. Okay. Ich hätte nicht gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass da jetzt noch Zombies stehen, weil die waren ja vorher nicht da. Wo kamen die denn her, die ganzen Nugget Eyes? Hier ist auch wieder die Speichermusik. Das ist sehr schön. So, ich werde nochmal, wie gesagt, auf Nummer sicher gehen, was den Flammenwerfer betrifft. Ach, die waren oben. Stimmt. So, 10 Stück haben wir ja. Da sind wir. Ah, nicht die Kiste. Halt. Geh zum Tisch. Eine alte Schreibmaschine. Ja, wir können speichern. Wunderbar. Ich hätte nicht gedacht, dass da noch Zombies kommen, weil wo sollen die denn herkommen? Der Raum war ja vorher leer. Vielleicht sind die aus der anderen Tür gekommen, die nahezu war. Oder beziehungsweise diese große Tür haben sie ja irgendwie aufgekriegt und dann. Und die ganzen Nugget Eyes. Neckig. Ja, das war der Nudistenverein, die haben sich hier angesiedelt und ja, wollten dann irgendwann raus. Haben gemeint, uns gefällt's hier nicht. Okay. Gott. Ja, die ganzen Freunde sind eigentlich weg. Was habe ich überhaupt noch an Munition da drin? 10. Okay, dann behalte ich die jetzt. Die schieße ich leer irgendwann jetzt. Demnächst, falls nochmal jemand auf mich zukommt. Kriegt ihr nochmal eine 10% MG-Munition ab und dann ist der ganze Spaß vorbei. So, jetzt muss ich gucken, was mit dieser komischen, kranke Pflanze da ist. War das hier? Ne, das war der rote Weg, ne? Ja, der rote Weg war es. Es gibt drei Wege, ja. Den roten, den blauen und das, glaube ich, da hinten ist der grüne. Rot, blau, grün. Das ist immer so typisch Resident Evil. Es gibt so viele Rätsel, die irgendwie mit den drei Grundfarben zu tun haben. Weiß auch nicht, wie Capcom sich das gedacht hat. So. Das war hier. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Sollte ich brennen, lade ich den Safe. Also die wabert da rum, da liegt bestimmt noch was in dem, naja klar, da liegt ja noch bestimmt was in diesem Koffer, den der Typ dabei hat, ne? Moin. Nichts. Okay. Ich kann nicht mit ihm interagieren, warum? Hä, was hat mir das jetzt gebracht, dass ich die da weggeflamed habe? Da hat jemand Kaffee ausgeschüttet, der war wohl schon ein bisschen alt, ein bisschen kalt. Ein bisschen alt wahrscheinlich auch. Ein Bett eines Forschers, das Bett eines Forschers. Warum habe ich überhaupt blaue Kräuter hier? Was bringt mir das? Ah, wollen sie benutzen? Ja, brauchen sie im Moment nicht. Okay, ich bin ja nicht vergiftet, aber trotzdem. B-b-b-b.
Was? Einsatz der Gassprengkleranlage beendet. Was? Ich bin gerade ein bisschen, ne? Das Bett eines Forschers, kann ich hier hoch? Das ist eine Leiter. Vielleicht hat da jemand was in seinem Bettchen vergessen. Ist hier eigentlich noch was im Spind? Nein, natürlich nicht. Das sieht irgendwie russisch aus, was da steht. Anno dorf dicht nir. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich kann kein Russisch. Vielleicht hat der Umbrella mit ein paar russischen Forschern zusammengearbeitet. Das könnte ja sein. Achso, die ist verschlossen. Jau. Warte mal, ich hatte den Flammenwerfer noch. So. Nehmen wir mal die. Achso, ah, stimmt. Den Schalter wollen Sie denn drücken? Ja. Keine Reaktion. Es gibt nämlich keinen Strom. Ach, okay. Dann haben wir hier nichts mehr. Gut, dann können wir aus der Area erstmal hier rausgehen. Aber ich frage mich, was das soll mit der Pflanze? Also, falls ihr das wisst, was es mit diesen komischen Rankenviechern auf sich hat, wozu das gut war, bitte in die Kommentare schreiben. Das wird mir sehr, sehr helfen, weil ich bin gerade ein bisschen out of order, was das soll mit der Pflanze. Ich bekomme den Flammenwerfer, aber kann es nur bedingt einsetzen gegen dieses Vieh, weil. Was soll das denn? Die Tür lässt sich nicht. Was? Lässt sich nur mit einer Schließkarte öffnen. Okay. Kann ich hier rein? Blende ist fest zu, ja. Und hier brauchen wir ja ein bisschen drücken, ja. Eine Reaktion, es gibt nämlich keinen Strom. Okay, das heißt, durch die großen Türen können wir nur, wenn wir den Strom wiederherstellen. Und durch die Hauptsicherung, die mitgenommen wurde. Oh, was ist hier? Aha. Eine Tür mit irgendwelcher komischen weißen Schlicke. Ach nee, es ist kalt. Eine erste Hilfe-Spray. Ja. So, Heilung habe ich jetzt en masse. Also, das ist halt echt abartig gerade. Da liegt noch was, was ich nicht aufheben kann. Und das ist bestimmt diese Hauptsicherung, die ich hier brauche. Ah! Eine Steuerung für Experimente bei extrem niedrigen Temperaturen. Ich könnte hier die Supraleiter-Sicherung einsetzen, wenn ich eine Sicherungsklemme hätte. Ja, die liegt da! Ja. Aber ich möchte mal kurz hier abchecken, was hier noch so ist. Nichts. Es ist einfach nur kalt und da liegt ein Gegenstand, den ich nicht aufnehmen kann. Ah, fuck. Oh Gott. Ja, gut. Das bisschen Flammen hat mir echt 26% abgezogen. Hart. Ja, dann hilft alles nichts. Da muss ich nochmal zurück. Das, ja. Ja, ich weiß nicht, das nervt mich jetzt gerade, dass ich diese Knarre hab, weil. Beziehungsweise, eigentlich wünsche ich mir gerade, dass irgendwie noch so zwei, drei Zombies kommen, damit ich die mit der Knarre bearbeiten kann, weil. Ja. Ich schlepp die mit mir rum und es bringt einfach nichts. Gegen Birkin hätte ich die rein theoretisch auch einsetzen können, aber Birkin, der lacht mich aus mit dieser Waffe. Also, die macht ihm fast keinen Schaden. Ihr habt ja gesehen, wie viel ich draufgeballert habe, nur um die Zombies zu erledigen. Und der Birkin. Der hat ja einfach mal, keine Ahnung, ich glaube, 8, 9 Schrotpatronen gefressen. So um den Dreh müsste es gewesen sein. Deswegen. Nee, die Waffe macht gegen den keinen Sinn. Die setze ich halt nur gegen diese Massen von Zombies ein. Das macht mehr Sinn. Gut, dann lege ich das Safe Spray erstmal ab. Dann das hier, und dann das hier, und dann das da. So. Gut. Die Heilung behalte ich mal. Ein Flammenwerfer, brauche ich den eigentlich? Weiß ich nicht. Ist das. Oh, das habe ich. Jetzt lege ich gerade alles ab. Ah, die nehme ich mal mit, die brauche ich ja noch. Aber. Die hier, den Flammenwerfer. Ja, ich lasse den Flammenwerfer mal da. Was soll's. Ich weiß ja nicht, ob ich den aktuell noch brauchen werde, aber. Jetzt habe ich erstmal Platz im Inventar. So, deswegen werde ich nochmal in den Kälteraum gehen, in die Kryokammer ist es wahrscheinlich, und dann diese Spirale da oder was auch immer das ist, da einsetzen. Und dann die Folge beenden. Ich möchte es ja so spannend wie möglich halten. So.
Das war hier hinten. Ich dachte nämlich zuerst, es sieht aus, als hätte es noch gefroren. Das, als hätte ich das mit dem Flammenwerfer hier aufsprenkeln müssen. So, da. Ja, Sicherungsklemme. Das ist auch so ein Wort. Wer benutzt es denn? Sicherungsklemme. Ja, eine Sicherungsklemme. Das ist ein komisches Wort. Sicherungsklemme. Das sieht aus wie die Behälter für den G-Virus. Und ich nehme mal an, dass ein, es könnte sein, dass das ein Gegenmittel ist. Oder ist das für den Strom? Aber das sieht mir aus wie so verschiedene Ampullen. Für den G-Virus. Ne, das ist die Hauptsicherung. Okay. Die Hauptsicherung. Wunderbar. Jetzt können wir den Strom wieder einschalten. Ich werde noch die Hauptsicherung einsetzen und dann die Folge beenden. Was haltet ihr davon? Ne, das können wir noch machen. Ist ja gleich ums Eck. Passiert ja gerade nichts Spannendes. Ich meine, ich versuche die Folgen halt immer so möglichst im gleichen Rahmen zu halten, so zwischen 15 und, naja, maximal 20 Minuten. So, liebe Leute, die Hauptsicherung habe ich noch, die werde ich in der nächsten Folge einsetzen und was dann passiert, seid gespannt. Ja, damit danke ich mir schon mal fürs Zusehen bei Resident Evil 2. Wir, ohne groß das irgendwie zu spoilern, wir nähern uns so langsam dem Ende von Resident Evil 2 mit Leon. Ich werde das nochmal Ganze mit Claire machen. Falls ihr wollt, könnt ihr dann bei Resident Evil 2 wieder einschalten im Part mit Claire, weil jeder der einzelnen Charaktere hat nochmal eine ganz eigene Geschichte. Das ist ziemlich geil gemacht eigentlich. Für die damalige Zeit auf jeden Fall. Und ja, hat mich gefreut. Dann lasst gerne einen Kommentar oder ein Däumchen nach oben da, würde ich mich sehr drüber freuen. Und bis zum nächsten Mal mit Resident Evil 2 mit Leon. Haut rein!